Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir in den Park der Tapferen gegangen und haben ihn bezwungen. Und als Belohnung haben wir das königliche Juwel, nicht das königliche Juwel, ich meine natürlich das Juwel der Menschen und diese tolle neue mystische Rüstung bekommen. Was natürlich sehr cool ist, also direkt zwei Belohnungen auf einmal, das sehe ich immer gerne. Und jetzt ist es unser Ziel, zu Zartila zu gehen, mal wieder. Und das Juwel der Menschen mit himmlischer Energie aufzuladen, damit wir den nächsten Zeitsprung vollführen können. Außerdem werde ich zwischendurch nochmal kurz zu den Räubern gehen und schauen, ob die noch irgendwas zu sagen haben. Denn kann ja immer sein, dass da vielleicht noch eine Belohnung für uns bei rumspringt oder so. Mal schauen, ich weiß es ja nicht. Oder vielleicht erwartet uns Caro noch irgendwo auf dem Weg. Das könnte natürlich auch sein, dass das irgendwie ins Spiel gescriptet ist. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Habe ich nicht eigentlich einen anderen Eiszauber noch? Moment. Ich will mal hier die Dreieinigkeit ausrüsten. So. Schauen wir mal. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal auf den Weg zu Zartila. Das Räuberdorf liegt ja auf dem Weg. Vielleicht ist hier rechts auch nochmal ein Dieb, aber wahrscheinlich ist der da jetzt auch verschwunden, oder? Ja. Ja, Licht brennt noch, aber da ist keiner drin, okay. Dann werden wir mal wieder zurückgehen. Wieder vorbei an den Fledermäusen und an den nervigen Geistern. Und ich sehe gerade, ich habe volle Lebensenergie. Ich glaube, das habe ich bekommen, als ich die Rüstung aufgesammelt habe, weil ich meine, dass ich keinen Trank benutzt hätte. Aber nun gut. Ist das Kloster auf dem Moment? Das will ich auch nochmal eben gucken, aber ich vermute mal nicht. Nee, zu. Und damit braucht man einen Schlüssel für. Na gut. Dann verschwende ich jetzt nicht noch mehr Zeit. Wobei, doch, natürlich werde ich noch mehr Zeit verschwenden. Ich gehe nochmal ins Dorf der Räuber. Oder der Diebe. Obwohl ich das eigentlich gar nicht tun muss. Aber egal. So, ich habe schon mal gesagt, das ist die Art, wie ich spiele. Und falls euch die Art nicht passt, dann müsst ihr euch leider ein anderes Let's Play angucken. Oder einen anderen Let's Player. Ich spiele nur mal so. Und ich weiß, dass auch andere Leute Let's Plays von Hype the Time Quest gemacht haben. Also der MK Indiana Jones, irgendwie sowas. Ich habe den Namen immer noch nicht nachgeguckt seit der letzten Folge. Ich glaube, der hat auf jeden Fall ein Let's Play von Hype the Time Quest gemacht. Und er schreibt mir auch massig Kommentare. Also vielen Dank dafür. Guckt auf jeden Fall mal auf seinem Channel vorbei. Also ihr werdet garantiert unter diesem Video einen Kommentar von ihm finden, wo ihr dann auf seinen Kanal gelangen könnt. Und der Frogogi hat auf jeden Fall auch ein Let's Play von Hype the Time Quest gemacht. Da habe ich kurz mal reingeguckt. Ist ganz nett. Ich komme vom Park der Tapferen. Ich war Zuschauer. Du warst toll. Ich bin sehr froh, dass du ein Verbündeter der Räuber bist. Ich finde es immer noch zu geil, dass er Mordor heißt. Gut, hast du noch eine Belohnung für uns oder so? Wahrscheinlich Charon. Bravo, Hype. Ich habe alles im Park der Tapferen gesehen. Du schlägst dich wie ein echter Räuber. Ist klar. Mal schauen. Gehen wir mal eben zu Charon runter. Ist ja nicht weit. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass sie bei Zartila auf uns warten wird. Oder bei Gustus. Und dass wir sie jetzt hier gar nicht antreffen werden und Zeit verschwendet haben. Aber was soll's. So, eigentlich müsste... Oh, sie ist doch hier drin. Na dann. Du warst wunderbar im Park der Tapferen, Hype. Eines verspreche ich dir. Alle Räuber, die ich in Zukunft ausbilde, werden dich kennen. Selbst wenn sie dich niemals gesehen haben. Und ich habe deinen Freund Gustus, den Alchemisten, getroffen. Er hat mir gesagt, dass du eine Frau namens Viola liebst. No. Ich hoffe nur, dass mein Mann dir ähnlich wird. Leb wohl, Hype. Haha, wir scheinen ein richtiger Frauenschwarm zu sein, kann das sein? Allein schon die Frau, die Besitzerin der Kneipe, der Taverne in der Eratas ganzes Ersten fand uns schon gut. Und dann die Magd in der Taverne in der Eratas ganzes Zweiten meinte auch, wir erinnern sie an unseren Mann. Und jetzt Charon auch noch? Tja. Hype, Hype, Hype. Ein echter Frauenschwarm. Aber wir haben nun mal eine Verlobte, Viola. Und da wir ein sehr tugendhafter Ritter sind, werden wir ihr auch treu bleiben.
und jetzt erstmal zu Tatila gehen, um das Juwel der Menschen aufzuladen. Und ich denke mal, wir müssen auch tugendhaft sein, denn sonst können wir die Juwele gar nicht benutzen oder so. Weiß ich nicht, bestimmt ist da irgendein Haken. Aber nun gut, gehen wir zu Tatila. Ich hoffe, er wartet uns schon. Na, da ist er. Wunderbar. Lass uns fliegen. Jetzt bin ich überzeugt, dass du edel und gut bist, Hype. Dich in dieser Rüstung zu sehen, bestätigt das. Bist du überrascht, dass du eine Rüstung in den Farben von Taskan dem Vierten gefunden hast? Das war kein Zufall, aber ich darf nicht mehr sagen. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Du hast das Juwel der Menschen gefunden, das Männer und Frauen mit all ihren guten und schlechten Seiten repräsentiert. Jetzt besitzt du das königliche Juwel, das Symbol menschlicher Macht und das Juwel der Menschen, das all das symbolisiert, was die Menschen verkörpern. Gut, klettere jetzt auf meinen Rücken, um das Juwel mit der himmlischen Energie zu laden. Möchtest du das jetzt tun? Gerne doch, Tatila. Auf in den Himmel. Es wird uns jetzt, glaube ich, ein anderes Szenario, also immer noch das gleiche Level erwarten, aber eine andere Aufteilung der Energieprismen. Und ich meine, es wäre jetzt ein wenig schwerer, diese zu sammeln. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Oder auch nicht. Das Juwel der Menschen benötigt mehr Energie als das königliche Juwel. Du brauchst 50 Energieprismen, um es zu laden. Und Hype, vergiss nicht, dass deine Zeit begrenzt ist. Ja, ja. Dein Gewicht mit dieser Rüstung ist erheblich und ich kann es nicht lange tragen. Gut, gut. Wir werden uns anstrengen. Speichern sehr gerne. Und dann machen wir uns mal wieder auf. Wir gehen wieder... wie fliege ich vorwärts? Shift, okay. Sehr gut. Wir gehen wieder die rechte Route entlang, weil irgendwie mag ich die. Weiß ich nicht. Und schauen uns mal. Ihr seht schon, die Energieprismen verlaufen etwas anders als vorher in deiner Mitte. Ach nee, ich wollte schon sagen, deine Mitte ist irgendwas Komisches, aber das ist nur Nebel. Und das war ein Nest, habt ihr das gesehen? Vermutlich mit Dracheneiern, ja. Ah, die Musik, die ist einfach echt klasse hier. Mir gefällt die Musik in dem Spiel echt gut. Ja, jetzt hattet ihr auch mal Gelegenheit, die zu hören. Wow, das geht aber ziemlich weit nach hinten da. Da muss ich auch ganz hin. Es wird dann nur ein ziemlicher Akt, wieder zurückzukommen bei den ganzen feindlichen Drachen. Aber nun gut. Oh Gott, die Hälfte der Energie habe ich schon verloren. Also die Hälfte meiner Lebensenergie. Einmal um diese Spitze herum. Ich denke mal, diesmal werde ich einfach den Energieprismen der Route folgen. Ups, habe ich einen verpasst. Und noch einen verpasst. Na egal. Denn beim letzten Mal bin ich ja direkt zum Wald geflogen. Aber diesmal... Hey! Na? Wobei... Gut gemacht. Du hast das Juwel aufgeladen. Ah, diese Energieprismen einzusammeln hat mir gut getan. Ich könnte stundenlang fliegen, wenn du wolltest. Aber fürs Erste sollten wir vorsichtig sein. Es gibt ja einige böse Drachen, die es nicht mögen, wenn jemand anders ihr Territorium überfliegt. Wenn du zum Wald zurückkehren möchtest, um deine Aufgabe zu vollenden, dann steuere mich einfach zu dem Punkt, an dem wir gestartet sind. Ja, ich glaube, das mache ich doch jetzt sofort, denn ich habe nicht mehr an die Drachen gedacht, an die anderen. Und das ist halt ein bisschen doof, wenn ich hier kämpfen muss und mir die ganze Zeit Energie abziehen. Am Ende sterbe ich dann noch und das möchte ich dann doch eher nicht. Und deswegen, schauen wir mal. MK Indiana Jones hat mich auch gewarnt. Ich hoff echt, dass ich den Namen richtig ausspreche. Oh, feier. Er hat mich auch gewarnt, dass ich nicht zu nah an die obere oder untere Grenze heranfliegen soll, denn das Spiel kann sich dann wohl verbuggen, dass ich dann nicht mehr in den Strudel hineinfliegen kann, der in den Wald zurückführt. Das ist mir zwar noch nie passiert, aber ich glaube ihm das einfach mal. Hey, hat er gerade ein Energieprisma gedroppt, das mir Lebensenergie hergestellt hat? Das ist cool, das wusste ich nicht. Ich riskiere es jetzt aber erst gar nicht, dass ich halt das den Bug kriege, sondern bin einfach vorsichtig und halte mich in der Mitte und wird schon gut gehen. So, hinab in den Wald und auf zu Gustus, würde ich mal sagen. Also theoretisch könnten wir jetzt die Sonnenuhr berühren und damit in die nächste Ära reisen. Aber ich will Gustus noch einmal auf Wiedersehen sagen und hören, ob er noch irgendwas zu sagen hat, wo wir ihn dann treffen oder ob er dann überhaupt noch lebt. Ich meine,
Drei Ehren, überleben ist viel. Ich beginne anzunehmen, dass du jetzt alle nötigen Talente hast. Gut. Jetzt weiß ich, dass wir uns wiedersehen werden. Hab keine Angst um Gustus und deine Räuberfreunde. Ich mische mich nicht in ihre Leben ein, werde sie aber vor Gefahren warnen, ohne dass sie merken, dass ich es war. Eines Tages wirst du verstehen, warum ich dich nicht warnen kann. Leb wohl, Hype. Mysteriös. Aber nun gut. Wir werden Zartilas Motive schon irgendwann noch erfahren. Ich muss mich jetzt erstmal um diese Wölfe kümmern. Haha. Kommt her. Ich habe den Gladiator besiegt und einen dreiköpfigen Plastikdrachen. Das klingt. Ich habe einen dreiköpfigen Plastikdrachen besiegt. Ich bin so ein böser Kämpfer, aber. Aber du gut. Das Schwert lasse ich lieber draußen, oder? Da sind noch die Fledermäuse. Ich hasse diese Brücke. Aber nun gut. Das ist krass. Irgendwie ging diese Ära total schnell um, oder? In der ersten Ära hatten wir noch ein bisschen mehr zu tun als hier in der zweiten. Aber wir werden auf jeden Fall noch zurückkehren. So viel soll gesagt sein. Aber wir sind ja auch in die... Ich sollte es einfach sein lassen. Wir sind ja auch in die erste Ära zurückgereist. Also zumindest glaube ich, dass wir in die zweite Ära nochmal zurückkehren. Müsste eigentlich. Keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall sehen. Und ich muss jetzt einfach aufpassen, dass ich nicht sterbe. Na komm, na komm. Komm her. Greif mich an. Sehr gut. So. Dann bist nur noch du das Problem. Ich frage mich, ob wir hier auch was kriegen, wenn wir alle Fledermäuse töten. Werde ich vielleicht mal offscreen ausprobieren. Und falls was passiert, dann zeige ich euch das natürlich. Aber ich habe jetzt keine Lust, das zu machen und wertvolle Zeit im Let's Play zu verschwenden. Hopp und hopp. Und stattdessen schauen wir mal, ob sich Gustus wieder gut eingelebt hat, nachdem er entführt wurde. Hey, wer ist das denn? Hallo, Gustus. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dich auf dem Drachen fliegen zu sehen, Hype. Also, hier stelle ich dir Belha vor. Er ist, ja, sagen wir, er ist ein bisschen eigenartig, aber er ist nicht gefährlich. Er hat mir gesagt, dass er dich sehen wollte. Also habe ich... Ja, wir kennen uns. Ach, das ist der verrückte Drogentyp. Ich habe den Wolken gesehen. Und ich habe noch viel mehr gesehen. In meinen Visionen. Eine Nachricht. Eines Tages werden Augen aus Licht kommen. Wir können nichts tun. Nur er kann. Der Ritter in der verlorenen Rüstung. Er kann. Was habe ich gesagt? Nein, überhaupt nicht durchgeknallter Typ. Nein. Ja, mach's gut. Aber leuchtende Augen? Mysteriös. Gut. Davon verstehe ich nicht allzu viel. Naja. Ich sehe, dass du die Rüstung hast. Ich habe sie mit deinem Schwert zusammen auf einer alten Zeichnung gesehen. Unter dieser Zeichnung stand ein Text, der besagte, dass sie die Waffen des Guten wären. In den verschiedenen Königreichen haben diese Waffen dazu gedient, die schlechten Wesen zu vernichten, deren Augen Licht werfen. Aber meine Entdeckungen sind unbedeutend. Es existiert ein anderes Juwel, das Juwel der Tugend. Das ist das Juwel, das du in der Epoche suchen musst, in der du ankommen wirst. Es tut mir leid, nichts weiter zu haben. Geh jetzt. Gute Reise durch die Zeit, Hype. Komm zurück zu mir, falls ich dann immer noch da sein sollte. Ja, ich hoffe doch. Aber er wird dann verdammt alt sein, falls er noch da ist. Aber nun gut, wir haben ein weiteres Ziel, das Juwel der Tugend. Und ja, das Schwert und die Rüstung sind da, um Wesen mit leuchtenden Augen zu vernichten. Und der Ritter, der schwarze Ritter, hat ja leuchtende Augen. Deswegen wird uns das hoffentlich dagegen helfen. So, wir haben jetzt zwei Strahlen, haben einmal die Sonne, das führt zurück in die erste Ära. Und wir haben das Blatt, was in die Ära Taskanzes dritten führen wird.
Der Mond ist die Ära Tascans des Zweiten, das wissen wir schon. Und dann hier die Sonnenfinsternis. Ja, das ist die vierte Ära, in die wir eigentlich zurück wollen. Aber nun gut, schauen wir uns mal an, was uns in der dritten Ära erwartet. Wird uns da auch ein Hinterhalt erwarten? Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ist mein neuer Ladebildschirm. Justus Herrenhaus, Ära Tascans des Dritten. Auf jeden Fall keine bösen Überraschungen. Das ist erstmal schön. Aber auch kein Gustus. Oh, Magiekräuter. 3 Stück auf einmal, das ist cool. Das wusste ich nicht. Ich frage mich gerade, ob in der Ära Tascans des Zweiten da auch Kräuter versteckt waren. Oh, Fässer! Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich habe schon wieder 500. Mehr kann ich gar nicht aufsammeln. Na gut. Dabei hatte ich eigentlich so viel ausgegeben, oder? Eine magische Nuss. Ah, ich glaube... Egal. Magische Nuss, magische Nuss. Gustus! Du lebst! Oh, du hast einen ziemlich grauen Bart bekommen. Hey, halt. Wohl überrascht mich zu sehen, was? Ohne es zu wissen, hat Ragot mein Leben durch die an mir gemachten Versuche verlängert. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Gemessen an der Zeit, in der wir leben. Gut. Was musst du noch suchen? Ah ja, das Juwel. Das Juwel der... Jawohl, das war's. Das Juwel der Tugend. Ich habe nichts entdeckt. In Toras herrscht zurzeit Bürgerkrieg. Die Jugend hat vor nichts mehr Respekt. Und sie sind so unverschämt. Tja, Bürgerkrieg ist also ausgebrochen. Hey, was ist los? Hype. Ich habe ganz vergessen, ein Ritter will dich treffen. Er sagt, er sei ein Bote von König Tascan dem Dritten. Ich bin kein Risiko eingegangen. Und habe ihn in meinem Geheimsaal eingeschlossen. Er hatte noch niemals einen Zauberspruch gesehen, der Arme. Oh Mann. Ja, du bist alt geworden und senil und ein wenig verrückt und keine Ahnung. Gucken wir uns erstmal die Karte an. Was haben wir denn hier? Nichts Neues. Ihr seht, alles ist so geblieben, wie es vorher war. Oberflächlich zumindest. Wir haben das Laboratorium, das Dorf der Räuber, bla bla bla, den Himmel. Egal. Und es ist Herbst, wie man sehen kann. Wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal in besagte Geheimkammer gehen, denn die kennen wir ja schon. Und hier sind keine Fledermäuse, das freut mich sehr. Die Brücke ist zwar immer noch kaputt und irgendwie... Hey, ein Rabe. Irgendwie sieht das Meer nicht so appetitlich aus, oder? So grün. Irgendwie sieht das giftig aus. Egal. Gehen wir erstmal hier rum. Denn vielleicht finden wir hier noch was. Zum Beispiel ein magisches Kraut. Sehr schön. Und hier ist immer noch ein Gitter. Und da seht ihr schon den Botschafter. Ja. Aber von hier aus kommen wir nicht rein. Deswegen... Wow, nicht drunter fallen. Wollen wir mal den Geheimgang benutzen. Wir wissen ja noch, wie das funktioniert. Hopp, hopp. Und wo der ist? Hype. Du bist unfähig manchmal, weißt du das? Ja, manchmal bist du wirklich unfähig. Komm, geh da jetzt hoch. Sei ein braver Ritter. Komm, sei ein braver Ritter. Geht doch. So, dann schauen wir uns mal an, wie die Festung vorangeschritten ist. Vielleicht können wir ja jetzt nach oben. Wobei, das bezweifle ich eigentlich. Aber wer weiß. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Naja, war ja klar. Okay, dann gehen wir wieder runter. Haben ja Gott sei Dank keinen Fallschaden hier in diesem Spiel. Und dann gehen wir noch weiter hinunter und schauen uns erstmal um. Könnte ja sein, dass doch noch irgendwas Neues hinzugekommen ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber hier, genau, da ist nach wie vor noch der blaue Schalter. Ist da irgendwas Geheimes? Nö. Und ich habe die Kombination nicht mehr so ganz im Kopf. Aber das ist ja kein Problem. Es ist rot, blau, grün und gelb. Und eigentlich haben wir die 20 Minuten voll, aber ich werde jetzt noch runtergehen.
Speichern mache ich dann gleich. Und jetzt suchen wir erstmal die Schaltung. Ich habe die Kombination schon wieder vergessen. Manchmal bin ich auch ein wenig vergesslich, ja. Rot, blau, grün, gelb. Rot, blau, grün, gelb. Rot, blau, grün, gelb. Rot, blau, grün, gelb. Jawohl. Ich weiß leider nicht. Also da war der blaue Schalter, ja. Den müssen wir als zweites drücken. Wo war der rote Schalter? War der hier oben? Ich glaube schon, oder? Jawohl. Einmal ein roter Schalter, bitte. So. Dann ein blauer, den haben wir ja gefunden. Der ist hier. Dann grün und vielleicht diesmal sogar gelb, oder? Was hat hier eigentlich für Bücher stehen? Interessant. Nein, da sind wir hoch. Wir müssen von der Wendeltreppe runterspringen. Ich frage mich wirklich immer noch, was es mit Gelb auf sich hat, aber nun gut. Solange wir die Geheimtür aufkriegen, ist ja alles in Ordnung. Grün. Grün. So. Sehr schön. Dann gehen wir da mal runter. Und daneben ist immer noch so ein Schalter-Ding, wo wir einen Schalter reinstecken können. Vielleicht hat das ja in der Ära-Taskan des Viertens noch irgendeine Bewandtnis. Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal wieder runter und den Botschafter von Taskan, dem Dritten, treffen. Komm schon. Die Musik, sie ist schön. So. Durch eine Feuerwand gefangen. Und hier ist nichts, okay. Das ist ja auch ein super Fenster hier. Hat man einen super Ausblick nach draußen auf den grauen, kalten Stein. Aber nun gut, wir brauchen einen Eiszauber mal, pronto. Ich weiß, Dreieinigkeit. Benutzt gar nicht so viel Mana, okay. Hallo. Tja, eine Frau. Ah, endlich. Ihr empfangt die Frauen hier auf merkwürdige Art und Weise. Das bist du also, Hype. Tch, banal wie ein alter Plastik. Aber weil es der Wille des Königs ist. Ich stelle mich vor. Ich bin Rachel, Verteidigerin von Taskan dem Dritten. Der König kennt dich und will dich treffen. Er hat eine Aufgabe für dich. Viele Leute kennen die Legende von dem Ritter, der in der Zeit reist. Deine Geschichte steht in vielen Büchern. Der König will dich in seiner Festung sehen, trotz des Bürgerkriegs. Hüte dich aber trotzdem vor seinen Rittern. Da dies Treffen geheim bleiben soll, weiß man ja nie. Na super. Leb wohl, Ritter. Wenn du so stark bist, wie man es sagt, werden wir uns wiedersehen. Ja, auf jeden Fall werden wir uns wiedersehen. Und sie geht jetzt da raus und macht einfach das Gitter auf, weil sie das vorher nicht konnte, oder wie? Sehe ich das jetzt richtig? Sie hat mal eben das Gitter aufgemacht. Warum hat sie das nicht vorher schon gemacht? Egal. Wir haben auf jeden Fall mit dem Botschafter geredet und unser Ziel ist die Festung und hoffentlich nicht wieder das Verlies. Das ist die falsche Richtung. Und ich denke mal, das war genug für einen Part. Deswegen werde ich jetzt hier hingehen und speichern. Und hoffen, dass es euch gefallen hat. Und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also, macht's gut und bis dann.